Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche und an den Fernsehgeräten, Radiogeräten, die Sie mit uns jetzt verbunden sind. Fast genau 5 Jahre sind es her, dass Papst Franziskus uns, dem pilgernden Gottesvolk in Deutschland, einen eindringlichen Brief geschrieben hat. In diesem Brief hat er uns alle ermahnt, den Primat der Evangelisierung wiederzugewinnen und uns damit ans Herz gelegt, das Profil unseres Glaubens zu beleben, neu zu gewinnen. Ich denke, darum sind Sie, liebe Schwestern und Brüder, alle hier nach Altötting gekommen zum Adoratio-Kongress. Sie nehmen sich Zeit, um sich gemeinsam mit dem Herrn, miteinander, mit Schwestern und Brüdern, seinem lebensverändernden Wort auszusetzen. Und Sie alle tun das im Glauben daran, dass Christus allein die Kirche erneuern kann. In seinem Brief erklärt Papst Franziskus das, was er mit dem heute so häufig gebrauchten Wort Evangelisierung meint. Ich zitiere ihn mal. Evangelisierung ist keine Taktik kirchlicher Neupositionierung in der Welt von heute. Sie ist keine Retusche, die die Kirche an den Zeitgeist anpasst, sie aber ihre Originalität und ihre prophetische Sendung verlieren lässt. Die Evangelisierung ist ein Weg der Jüngerschaft in Antwort auf die Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Und sie führt uns dazu, die Freude am Evangelium wiederzugewinnen, die Freude, Christen zu sein. Dazu sollen ja diese Tage uns allen helfen, mit Freude Christen zu sein und wenn nötig, die Freude wiederzugewinnen. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht fragen Sie jetzt, was hat dieser Brief, was hat dieser Gedanke alles mit der Eucharistie zu tun, die ja bei diesem Kongress eine so wichtige Rolle spielt? Was hat die Evangelisierung, die ja in unserem eigenen Herzen beginnen muss, mit der Heiligen Messe zu tun? Ich möchte das einen Augenblick mit Ihnen entdecken. Und ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit gern zeigen, wie Christus uns in der Eucharistie bearbeitet. Lassen Sie sich mal so ausdrücken. Wie er unser Leben umgestalten will und seinem Bild angleichen will. Das geschieht selbstverständlich nicht bei einer heiligen Messe, sondern das kann nur wachsen in unserem Leben, Sonntag für Sonntag oder sogar noch öfter, wenn wir uns um ihn versammeln. Wie evangelisiert uns Christus? Sie haben es vorhin gemerkt, jede Messfeier beginnt mit dem Bußritus. Das ist für manche Mitchristen ein wenig eine unangenehme Erinnerung daran, dass wir nie vollkommen in Übereinstimmung mit dem sind und leben, was Gott von uns will. Es ist die Erinnerung daran, dass wir Sünder sind. Das wollen heute viele nicht hören. Was habe ich denn schon Schlimmes getan? So lautet manchmal die lockere Ausrede, um sich der eigenen Lebenswahrheit nicht stellen zu müssen. Wir müssen dennoch ehrlicherweise zugeben, es gibt bei uns allen, Bischöfe nicht ausgenommen, das Zurückbleiben
hinter dem Evangelium. Es gibt die Gleichgültigkeit, die alles überspielen will. Und es gibt auch den ernsten Widerspruch gegenüber Gott. Und darum braucht es immer wieder Neuanfang, Umkehr. Das ist der Beginn der Evangelisierung des eigenen Herzens. Und das lassen wir am Beginn jeder Messfeier zu. Wenn wir unsere Defizite und Sünden bekennen und gleichzeitig die Heiligen des Himmels und alle Schwestern und Brüder bitten, für uns zu beten, damit unsere Umkehr Früchte trägt. Und dann, wir haben es vorhin von Pater Johannes Paul in der Katechese gehört, dann beginnt der Wortgottesdienst, indem wir mit dem Wort des lebendigen Gottes konfrontiert werden. Ja, die Bibel, das sind keine frommen Geschichten von früher, die man erfreulich oder ärgerlich finden kann. Das Wort Gottes will uns treffen in der Heiligen Messe. Es wird in diesem Augenblick für uns gesprochen. Und darum, wie hoch ist die Verantwortung derer, die es in unseren Gottesdiensten verkünden? Ja, viele von ihnen werden das in ihren Gemeinden auch tun. Und liebe Schwestern und Brüder, Sie können einmal die Nagelprobe ganz persönlich nach der Heiligen Messe machen, wenn Sie die Kirche verlassen. Habe ich heute ein Wort, eine Zeile, einen Satz behalten, den ich mitnehme in meinen Tag, in meine Woche? Frère Roger Schütz, der Gründer der Gemeinschaft von Thésée, hat die Bedeutung des Evangeliums einmal so ausgedrückt: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es. Und das meint auch Maria, wenn sie uns im Evangelium heute zuruft: Was er euch sagt, das tut, das lebt. Mit seinem Wort arbeitet der Herr an uns. Er konfrontiert uns mit seinen Denken, mit seinen Ansprüchen und Herausforderungen. Und dem dürfen wir nicht ausweichen. So evangelisiert er uns. Und in der Eucharistie feiern wir seine Lebenshingabe. Er selbst zeigt uns, wie weit er bereit ist zu gehen. Er liebt uns zuerst bis zum Tod am Kreuz. Und durch den Kreuzestod nimmt er uns in dieser Feier hinein in sein österliches Leben. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, die Mitfeier der Heiligen Messe ist mehr als eine fromme Andacht, in der wir manchmal auch gewohnheitsmäßig zur Heiligen Kommunion gehen. In der Eucharistie geht es um Leben und Tod. Zunächst um Tod und Auferstehung Jesu, aber dann auch darum, ob wir uns auf den Weg der Jüngerschaft, wie es Papst Franziskus formuliert hat, selbst einlassen und darin wachsen wollen. Da geht es um etwas sehr Ernstes. Und darum, einer Messe kann man nicht nur beiwohnen, wie man früher manchmal so gesagt hat, sondern man muss sie mitfeiern, sich hineinbegeben und sich auf die Konsequenzen einlassen, die eine solche Feier immer hat. Wer Gott begegnet ist, muss auf einem anderen Weg heimkehren, als er gekommen ist, sagt der selige Charles de Foucault. Ja, das stimmt. So ernst ist die Mitfeier der Eucharistie.
Und wir wissen es, wir haben es auch vorhin im Vortrag wieder gehört, indem wir den Herrn in der Eucharistie empfangen, nehmen wir ihn tatsächlich leiblich in unser Leben hinein. Bieten wir ihm sozusagen an, wirklich seine Jünger sein zu wollen. Und wir werden hineingenommen in die große Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, die mit uns auf dem Weg der Jüngerschaft sind. Liebe Schwestern und Brüder, was in diesen Tagen hier in Altötting geschieht, ist ein wichtiges Element der neuen Evangelisierung. Wir lassen in der Feier der Eucharistie und in der Anbetung und auch im Sakrament der Buße den Herrn an uns wirken, um die Freude am Christsein wiederzugewinnen. Ein wenig dürfen wir noch verborgen unter heiligen Zeichen schon etwas von dem erfahren in diesen Tagen, was der Seher Johannes am Ende der Apokalypse uns zugerufen hat in der Lesung. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Wenn wir als Kirche das Versprechen tatsächlich einlösen, das wir in jeder heiligen Messe geben, nämlich seinen Tod und seine Auferstehung zu verkünden, bis er kommt in Herrlichkeit, dann nur dann sind wir bereit für die ewige Eucharistie, für die große Danksagung im Himmel. Und dort ist dann Freude ohne Ende. Amen.